2010 und das um 15.22 Uhr. Entschuldigung, dass ich jetzt erstmal mit dem YouTube-Bild anfange. Kommt aber mal vor, wenn man ganz plötzlich was mitbekommt. So, Bild der Unwetterzentrale zeigt nichts. Wetteronline.de, kacke, da war das Forum, Entschuldigung nochmal für das Kacke. Na. Da. Für Nordrhein-Westfalen. Das Bild sieht so aus. Und es hat mich doch glatt beim Essen gestört. Aber ich habe vernommen, dass es draußen donnert. Hier sehen wir mal ein Bild der Wolken. Das dürfte dann jetzt hier, wenn es denn ein Gewitter ist, das allererste Gewitter dieses Jahres sein. Oh, jetzt hagelt. Hagelt. Oh ja, jetzt geht los. Jetzt geht los, Leute. Ha, ha, ha. Geil. Komm mal. Oh ja, ein schöner Blitz. Balkon ist voller Hagelkörner. Es kommen aber immer wieder mal Hagel mit runter. Und jetzt legen wir mal wieder los.
Licht wieder los. Ist aber insgesamt ziemlich schwach. Aber wir haben ja schließlich noch keinen richtigen Sommer. Ist da noch, naja, Ende Winter, Anfang Frühling, würde ich mal so glatt behaupten. Weil Ende Winter wäre schon natürlich ein bisschen näher dran, weil von den Temperaturen her ist das noch nicht wirklich Frühling. Interessante Wolkenformation da hinten gerade, deswegen zoome ich mal ein bisschen da rein. Ich werde jetzt mal von vorne filmen. Einen Moment. Bin gleich wieder da. Jetzt filme ich von vorne. Und da sitzt eine Innenstadt, Heiligkerk. Ziemlich groß. Wieder auch eine geile Wolkeninformation. Wenn ihr wisst, was das ist für eine Wolkeninformation, könnt ihr mir das gerne mal sagen, weil sowas habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Das ist ja auch sehr interessant. Könnte eine Art Fraktus sein. Aber so geschwungen, naja, ich weiß nicht. Also Straßen, die Hagelkörner konnten sich da nicht so lange halten. Sehr interessant. Soweit sage ich euch jetzt mal, das war's dann jetzt. Sondern kommt noch später was. Wir sehen uns. Tschüss.